Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es eine Buchrezension von mir und zwar von Michael Innes oder Michael Innes. Zu viel Licht im Dunkel. So sieht es aus. Hat. Mh, 268 Seiten und ist ein Krimi. Ich bin eigentlich nicht so ein Krimi-Fan, aber dieses Buch hat mir eigentlich sehr, sehr gut gefallen. Und zwar wird in einem College, der Rektor von dem College, ermordet. Und ja, es gibt viele, viele, viele Verdächtige und viele Verstrickungen und so weiter und so fort. Und zwar ermittelt der Epley in dem Fall und der Umflay, so heißt der Rektor von dieser Schule, wird halt ermordet, erschossen, aufgefunden, mit Knochen um ihn herum. Und zwar gibt es da viele Personen, die verdächtig werden. Ein Haveland, ein Edwardson, ein und so weiter und so fort. Aber am Ende stellt sich heraus, dass das halt der Haveland war. Er hat auch schon in den Ermittlungen gesagt, die Knochen gehören ihm zwar, aber er hat immer gesagt, er hat nichts damit zu tun. Aber es wurde ermittelt, also in diesem College, also sprich durch die Kollegen und so, aber es wurde auch außerhalb des Colleges halt ermittelt, in einem Restaurant und so. Aber am Ende war es halt doch einer der Kollegen von ihm. Ja, kann ich sagen, eigentlich sehr, sehr spannend. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Wenn ich Sternchen verteilen würde, würde ich dem Ganzen 3 Sternchen geben. Ja, war für mich ganz okay. Habe ich heute beendet und ja, hat mir sehr gut gefallen. Ja, das war's mit meinem kurzen und knackigen Video und dann sehen wir uns halt demnächst. Ciao!